Ja, willkommen zum ersten Briefing der Maxxis Bike Transalp 2022. Welcome to the first briefing of the Maxxis Bike Transalp 2022. First stage, erste Etappe, Lienz-Sillian, die Osttirol-Etappe, die Etappe durch Osttirol, the Osttirol stage. On this day number one, July 3rd, tomorrow Sunday. Ja, es geht los am Bikepark Lienz, am Start direkt unten, wo die Bergbahn die Biker normal hinaufführt mit dem Lift. Aber wir sind Bike Transalp Teilnehmer und wir werden die Muskeln befleißigen, um da hinaufzukommen. Der erste Anstieg direkt vom Start weg, circa 800 Höhenmeter auf einen Forstweg, im Schnitt etwas steiler als 10% hinauf zur Sternalm, wo der Peter Sagan Trail beginnt. So, we start at the Bike Park Lienz, where the lift goes up to the bike park, to the trails. But we are Transalp bikers, we don't use the lift. We take our legs to climb the first 800 meters up to a place called Sternalm with a beautiful view over the valley where the entry of the Peter Sagan Trail is located. Ja, dann beginnt der Peter Sagan Trail, ein richtiger Signature Trail hier im Bikepark Lienz auf 1500 Metern hinab zur Moosalm. Ein richtig schönes Ding, kurvig, rund, schön zu fahren, ein echter Flow Trail. Durchaus auch mal etwas steiler, aber nie technisch, einfach flüssig zu fahren. Passt etwas auf, bitte, aufeinander. Es sind einfach auch andere Starter noch um euch rum. Es ist nicht so, dass man da ganz wild frei fahren kann, mit Flow fahren, aber bitte auch mit Rücksicht auf die anderen. So, we'll enter the Peter Sagan, the signature trail, at the Sternalm at an elevation of about 1500 meters and go down to a place called the Moosalm on that beautiful trail. A flow trail, sometimes a bit steeper, but not too technical. Lots of small curves, lots of curves to go down there, and very funny track to ride downwards to Moosalm above Lienz. An der Moosalm beginnt der Alban-Lakata-Trail. Normal, wir kürzen etwas ab über einen Forstweg und steigen später ein, die letzte zwei Drittel des Alban-Lakata-Trails hinab Richtung Lienz. Der ist vom Charakter technischer, also bitte nicht sich vom Flow im Peter Sagan Trail verleiten lassen. Der Alban-Lakata Trail etwas technischer, etwas ruppiger. In der Mitte drin auch mal so einen kleinen Steg mit Matten drauf. Da durchaus etwas mit gebremstem Mut fahren. Der ist anspruchsvoller. So, when you are out of the Peter Sagan Trail at the Moosalm, we just go around the Moosalm, enter the Alban-Lakata Trail a bit later, and that one is more technical. Don't expect the flow from the Peter Sagan Trail. It's more technical, steps, a bit rocky, roots, and a bit more technical, a small bridge in the middle where you have to be careful. So, in general, Sagan a bit more flow, Alban-Lakata Trail a bit more technical. Ja, dann beginnt eine wunderschöne Panoramasektion, nochmal ein Anstieg hinauf zu zwei Höfen, Tschitscher und Schwabele, wunderbarer Panoramapfad und eine schöne Waldwegabfahrt hinab nach Leissach bei Kilometer 15 ungefähr. Nach dieser zweiten Abfahrt bitte etwas aufpassen, weil man ein kleines Dorf einfach von oben hineinfährt. Aber diese Einfahrt, eine enge Einfahrt, ist schnell bewältigt. So, after that second hill, we're climbing up to places called Tschitscher and Schwabele, beautiful panoramic path going through the meadows with the view into the Lienz Dolomites, and enjoy that one. Also the following downhill on a forest track going downwards to Leissach. Be a bit careful at kilometer 15 entering the small town of Leissach. Very narrow situation at that point. Ja, es geht weiter an den Hängen des Pustertal über Lienzer Klause zu einem steilen Anstieg hinauf zur Pustertaler Höhenstraße bei ca. Kilometer 24. So, we stay on the south side of the valley of the Pustertal, go over the Lienzer Klause, an old and ancient fort, an ancient castle, and climb on a very steep uphill to the Pustertaler Panoramic Road, the Pustertaler Höhenstraße, at Kilometer 24. Ja, das zweite Drittel der Etappe ist etwas Kilometer machen auf der Pustertaler Höhenstraße. Sehr panoramareich, aber bitte darauf achten. Es gilt überall die Straßenverkehrsordnung. Wir sind im Verkehr. Die Straße ist abgesichert, aber nicht gesperrt. Es können andere Verkehrsteilnehmer unterwegs sein. Und da bitte gerade in diesem Bereich
gerade am Ende, Kilometer 38 bis 42, wenn es auch bergab geht durch Ortschaften, unbedingt aufpassen auf dieser Straße. So, the middle section is going on the panoramic road, the Pustertaler Höhenstraße, towards Anras, Abfaltern, round about Kilometer 24 to 42. Be careful. The traffic rules are mandatory. The roads are not closed. We have our marshals and police on the road, but be careful. The traffic rules apply on every single meter of this track. Ja, danach beginnt dann der Anstieg, der in die Beine geht, hinauf zur Frohnstadelalm. Das ist die Panoramasektion nochmal dieser Etappe. Das letzte Drittel auf einem Forstweg hinauf zur Alm. Wunderschöner Blick nochmal übers Tal. Da werden nicht die technischen Fähigkeiten gefordert, sondern die Beine. Und dann geht es von dieser Alm hinab, flott auf einen Forstweg auch, hinab nach Tessenberg bei Kilometer 59. So the last third of that stage is challenging foyer legs, not too technical. We climb to the Frohnstadelalm, the highest point at an elevation of about 2000 meters. And from there it's going down on a forest track towards Tessenberg. It's not that technical, but speed might be high. Be careful on that fast downhill section towards Tessenberg. Ja, bei Kilometer 59, kurz vor der Zeitnahme, haben wir dann den Ort Tessenberg erreicht und wir sind live. Ich mache mein Handy einfach aus, weil ich dann einfach das mal abstelle, aber wir sind bei einem Event. Also weiter geht's im Briefing bei Kilometer 59 nach der Abfahrt von der Tessenberger Alm. Bitte einfach etwas Vorsicht walten lassen. Wenn es in den Ort Tessenberg hineingeht, ein kleines Dorf mit engen Straßen für ca. 300 Meter. Und wenn wir dann in Tessenberg die Landesstraße erreichen, ist noch ein guter halber Kilometer zur Zeitmessung bei Kilometer 59,8 auf der breiten Landesstraße. Und danach bitte einfach Tempo rausnehmen und ins Ziel nach Sillian rollen. So, when you go down the downhill from Tessenberger Alm towards Tessenberg at Kilometer 59, we're entering a small town for about 300 meters, very narrow roads. Be a bit careful till you reach the main road towards Sillian, and on that main road you have about 500 meters to go to our timekeeping at Kilometer 59.8, where the stage tomorrow will be over. After Tessenberg, after the timekeeping, roll easily down to Sillian, to the finish of tomorrow's stage. Good luck for tomorrow, viel Spaß für morgen, genießt diese Etappe und wir sehen uns alle in Sillian. Meet everybody again in Sillian. Thank you very much.